Ein Mann wird am Sabbat frei. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus war in einer Synagoge. Das ist so etwas wie heute eine Kirche. Es war gerade Samstag oder auch Sabbat, der wöchentliche Feiertag des jüdischen Volkes, an dem keiner arbeitet und die Leute sich stattdessen versammeln, um von Gott zu hören. Jesus erklärte den Menschen Texte aus der jüdischen Bibel und alle waren begeistert, wie gut er verstand, worum es dort ging. Da schrie plötzlich ein Mann aus der Menge: "Was willst du von uns, Jesus? Willst du uns zerstören? Ich weiß, wer du bist. Gott hat dich geschickt." Das sagte der Mann aber nicht aus sich selbst heraus. Er war von einem bösen Geist, einem Dämonen beherrscht, der ihn dazu zwang, das zu sagen. Jesus befahl ihm, leise zu sein und den Mann zu verlassen. Der Mann schrie laut auf, als der Dämon ihn verließ, und war frei. Alle, die das sahen, fragten sich, woher Jesus so viel Kraft hatte, den Mann von dem bösen Geist zu befreien, und waren begeistert.